Zwischen der Stadtkapelle Wernau und unserer Stadt besteht seit vielen Jahren ein enger und vertrauensvoller Schulterschluss, der vieles ermöglicht. Insofern ist die Stadtkapelle sowohl bei städtischen Veranstaltungen als auch bei überregionalen Auftritten und auch bei Wertungskonzerten immer ein sehr hoch angesehener kultureller Botschafter unserer Stadt. Mir macht es Spaß, in diesem Team zu arbeiten und ich bin stolz auf diesen Verein und seine Orchester. Es ist schon cool, hier mitzuspielen. Und irgendwann spiele ich dann in der Stadtkapelle. Ich fand es richtig cool, in der Bläserklasse zu spielen. Und dann wollte ich unbedingt zu den Piccolos. Egal ob Konzert oder Probenwochenende, da lasse ich mein Kind gerne hin. Die Bläserklassenkooperation mit den Schulen, drei Jugendorchester und die Stadtkapelle. Da ist man beschäftigt. Der legt uns was Neues hin und man denkt, das kriegt man nie hin. Und nachher geht's doch. Der Musikverein leistet einen wertvollen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Bevölkerung über alle Generationen hinweg. Dadurch haben wir immer eine sehr schöne Plattform, unseren Gästen von außerhalb einen kulturell schönen Rahmen zu bieten und unsere Gastfreundschaft zu zeigen. Natürlich ist es viel Arbeit, aber das Fest, das wir danach zusammen feiern, entschädigt einfach alles. Alle reden immer von der guten, alten Zeit. Aber heute machen wir es noch viel besser. Schon ein tolles Gefühl, wenn wir von der Bühne runtergehen und alle applaudieren. Vor allem die Party danach. Unser gemeinsamer Erfolg, auch wenn es anstrengend war, ist unsere Belohnung. Und es freut mich umso mehr, wenn ich heute die jungen Leute sehe. Unser aller Zukunft bleibt spannend. Aber ich finde, wir haben alle die Begeisterung, mit dem Musikverein in diese Zukunft zu gehen. Die Stadtkapelle hat sich in den letzten Jahren sowohl musikalisch als auch als Veranstalter zu einem erstklassigen Niveau hinaufgearbeitet. Ich wünsche auch für die Zukunft eine so große Anzahl engagierter Musikbegeisterter, um dieses exzellente Niveau halten zu können.